Was ist jetzt der Stellenwert von dieser Rolle Maria, also dieser Kommissarin, für dich als Künstlerin? Das sieht immer so einfach aus, aber sie ist doch noch irgendwie manchmal recht anstrengend zum Spielen. Also das Korrekte, dann manchmal so bissig zu sein. Und dann der charmante Kollege, der Luc Conrad, der so ein, so eine gute Figur ist und dann so als Gegenspieler, die dann so die muss sein. Das ist manchmal so eine Herausforderung, merke ich. Oder da du ja überhaupt nicht so bist. Nein, ja. Total verstellen. Ja. Und man sich eigentlich in so eine Rolle verlieben, weißt, oder irgendwo gerne bekommen, dass man sich spielen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, jemand unsympathisch, so jetzt jemand Geschichtliches, wo eine total verhasste Figur war oder politisch schwierig war. Das sind ja so Herausforderungen oder so eine Massenmörderin oder so etwas. Das hat man ja nicht selber erlebt. Und das aber nachher herauszufinden, wie man das jetzt verkörpert, das ist ja eigentlich ein Teil von der Schauspielerei und von der Arbeit. Und das ist natürlich auch sehr spannend. Also mich selber zu spielen in einem Film. Das ist nicht so reizvoll. Das ist jetzt weniger reizvoll als etwas etwas anderes, ja. Du, weißt du, für dich schaust du dich gerne an. Du machst das auch, wenn du dreht, hast du die Szenen einmal anschaust, ja, oder eine Folge anschaust. Das sind die Hausaufgaben, dass man dann ein bisschen schaut und dann noch ein bisschen kritisch mit sich umgeht und dann findet, und manchmal bin ich ganz erstaunt, dass ich denke, ah ja, doch, mal. Das, und manchmal finde ich, ja, Herr Portner, jetzt hättest du also wirklich ein bisschen, anders können machen oder so. Als Kind war das nicht das Ziel, dass du schon sehr früh gewusst hast, hey, dort ohne wollte ich. Ja, ich bin in der Schule gegangen, zweimal im Jahr Theater gespielt. Und das waren meine Highlights. Also ich habe immer auf Weihnachten drauf gearbeitet und auf den Sommer. Also, und ich habe es wie so, ah. Das sind nachher meine Licht, also das ist wirklich ein toller Moment gewesen, als ich dann auf der Bühne war und alle hören ihm zu. Ich glaube, das ist dann so das gewesen, wo ich dachte, ja, könnte ja Schauspielerin werden. Und ich durfte dort recht früh in verschiedenen Laientheater mitspielen. Und das hat mir einfach sehr gefallen, auch das Vorbereiten, Proben, dann der ganze Ablauf, dann das Publikum und dann in die Geschichte hineinzugehen, das ist wirklich etwas, ja, was ich dann dort gemerkt habe. Und dann hat mir jemand dort damals gesagt, probier doch die Schauspielschule. Und dann habe ich es dann gedacht, ja. Bodenständig und ein ruhiger Mensch. Ja, das mit dem Ruhigen, das ist, glaube ich, nicht so richtig. Das stimmt nicht, oder? Nein, ich bin eher jemand, der so ein bisschen, ich bin nicht so geduldig, sage ich mal so. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Es muss schnell passieren und schnell gehen. Unter Druck schaffst du besser. Ja, das ist wirklich schlimm. Also eigentlich muss wirklich immer das Messer an der Kehle haben, dann fange ich an zu arbeiten und vorher bin ich echt. Aber darum das mit dem Ziel, ich kann es dann schon erreichen, aber ich denke dann manchmal schon, mein Gott, wieso habe ich jetzt nicht eine Woche vorher angefangen? Hätte ich doch gemütlich Zeit gehabt? Aber nein, ich muss dann wirklich wie das Wasser hier haben. Aber anscheinend, ja, ich probiere das schon wegzutrainieren, aber ich schaffe das nicht so.